Hallo und Glück auf zum Legendentalk nach dem Spiel des FC Schalke 04 in Magdeburg. Heute sprechen wir darüber. Einmal erstmal Glück auf Bodo Menze, der Vater der Knappenschmiede, vertritt heute Klaus Fischer und natürlich unsere Fußballlegende Rüdiger Abramczyk natürlich auch wieder am Start. Ja, ihr beiden, 2:2, ein Punkt aus Magdeburg mitgenommen. Vorm Spiel hätte ich das vielleicht sogar unterschrieben. Wie seid ihr denn mit dem Spiel konform gegangen? Ja, also mein Eindruck war, dass es für uns ein Punktgewinn war. So war mein Gefühl zum Schluss. Und wenn wir schon mal beim Schluss sind, möchte ich mit dem Schluss auch beginnen und dem Schiedsrichter mal ein Kompliment machen an der Stelle, der den Elfmeter wieder zurückgenommen hat, den er offensichtlich schon im Kopf hatte. Das war eine richtige Entscheidung, wie sich dann nachher auch herausgestellt hat. Aber wir wissen ja alle, dass solche Elfmeter auch gegen uns schon mal gepfiffen wurden und dass der Schiedsrichter dann dabei blieb. Insofern fand ich, dass wir einen Punkt gewonnen haben und dass Magdeburg mit dem gesamten Spielverlauf aus deren Sicht zwei Punkte abgegeben hat und nicht gewonnen hat. Ja, Bodo, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also ich finde, wir haben zwei Punkte verloren. Ganz klar. Also wir haben sehr gut angefangen. Ein tolles Tor. Sida hat ein schönes Tor gemacht. Wirklich klasse ein Tor gemacht. Wir haben viel Druck gemacht. Nach dem Tor, was wir 1:0 geführt haben, hat auf einmal die Truppe nur noch nach hinten gelaufen. Also ich habe den Seguin hinten gesehen, dann habe ich Bachmann hinten gesehen, Karaman, die waren alle hinter der Linie. Ich fand, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie wir das Hinspiel in der letzten Saison, da hatte man Magdeburg, habe ich gedacht, oh, was ist denn hier los? Die haben Druck gemacht, die haben Gas gegeben, die haben von der ersten Minute an, wollten die uns schlagen. Diesmal habe ich den Eindruck gehabt, weil man das auch gesehen hat, mit ihrer Dreierkette, da hinten konnten die gar nichts anfangen, meiner Ansicht nach, und dass sie den Torwart da immer mit reingenommen haben, hat man schon gesehen, dass sie doch nicht irgendwie diese drei Leute, die da hinten rausspielen können, irgendwo ein Spiel eröffnen können. Also das war für mich eigentlich ein bisschen einfach, dass der Torwart vielleicht mal lange Bälle geschlagen hat, aber wie gesagt, wenn man in Magdeburg führt, und Magdeburg war an dem Tag ganz klar schlechter als wir. Und dass wir uns nach dem 1:0 zurückgezogen haben, das habe ich nicht verstanden. Also ich verstehe das gar nicht. Warum gehen wir nicht auf einen Sieg? Warum nicht? Weil es dieses Mal war es so einfach, in Magdeburg zu gewinnen. Die waren so verunsichert, fand ich. Und wir haben die jetzt, so länger das Spiel gegangen ist, umso mehr haben wir uns zurückgezogen und so mehr haben die das Spiel gemacht. Und dann bleibt es natürlich nicht aus, dass du dann auch irgendwann mal so ein unglückliches Tor kriegst, wie wir das gekriegt haben. Mucki wird den Ball irgendwo in der Walachei schlagen, statt ruhig zu bleiben, weil weit und breit war kein Mensch gewesen. Er kann den Ball annehmen, er kann noch mal gucken, dass er da so hektisch geworden ist. Das ist für mich auch ganz komisch. Also ich fand den immer ziemlich ruhig, aber dass der da so hektisch wird, also das ist für mich eine Geschichte, die ich nicht ganz verstehe. Nur wie gesagt, ich fand, wir haben uns leider zu viel zurückgezogen. Die Leute, die bei uns im Mittelfeld waren, die hätten mehr Druck machen müssen. Wir hätten mehr nach vorne schieben müssen. Wir hätten aufs zweite Tor gehen müssen und dann wäre Magdeburg fertig gewesen. Also die hätten das sicherlich nicht mehr aufgeholt, weil die Mannschaft ist auch noch verhältnismäßig neu zusammengestellt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Magdeburg, wenn wir es 2:0 gemacht hätten, noch mal gekommen wäre. Ja, ich bin einverstanden mit deiner Analyse für die ersten 20 Minuten. Da habe ich es auch gesehen, da habe ich auch geglaubt, okay, wir führen 1:0. Normalerweise musst du dieses Spiel mit nach Hause nehmen. Aber irgendwie nach 20 Minuten, 25 Minuten war so ein bisschen die Luft raus und wir gingen in Richtung 30., 35. Minute, 39. Minute und haben eigentlich, meiner Meinung nach, um den Ausgleich in der Phase gebettelt. Ja. Und dieser Ausgleich ist dann gefallen mit diesem wunderschönen Tor. Aber
kein Mensch in der Abwehr dabei, der gehindert hätte. Und das war meiner Meinung nach abzusehen, dass es zu diesem Ausgleich kommt in der Phase. Und deshalb habe ich auch wieder zurückgedacht an das Spiel gegen Nürnberg, weil da, wenn Ron Schallenberg gestern gespielt hätte, glaube ich, hätten wir ein bisschen mehr Struktur in unserem Spiel gehabt und hätten ein kleines bisschen besser ausgesehen in der Phase. Aber da kam eben, und das war die große Dummheit meiner Meinung nach, die erste gelbe Karte von Nürnberg ins Spiel. Die war vollkommen überflüssig und die war für mich im Prinzip der Anlass für die gelb-rote Karte dann. Ne, wenn Ron Schallenberg diese Sache, jeder weiß, jeder Spieler weiß, dass der Schiedsrichter heutzutage nur noch mit dem Captain sprechen will. Ne? Und, ja, ist ja jetzt neu, ne? Also, ja, ist neu, aber Abi, alle Spieler sind im Vorfeld darauf hingewiesen worden. Und wenn Ron Schallenberg, ist ein bisschen hypothetisch natürlich, klar, aber wenn Ron Schallenberg gespielt hätte, glaube ich, hätten wir ein bisschen mehr Ordnung in unserem Spiel gehabt. Das war aber in Nürnberg genau das Gleiche gewesen, fand ich. In Nürnberg waren, haben wir auch geführt und dann auf einmal haben wir wieder zurückgezogen. Ich weiß nicht, warum wir uns zurückziehen. Ja, die Gefahr ist doch, wenn du dich zurückziehst, dass du mal irgendwann einen reinkriegst. Klar. Das muss doch, du, so stabiler du doch bist und so weiter du von deinem Tor weg bist und so schneller du wieder angreifst. Die zweite Liga ist ja jetzt nicht die erste Liga, wo jetzt, sag ich mal, super Techniker sind. Das hat man ja bei uns auch jetzt gesehen. Da werden auch hinten Fehler gemacht. Warum werden Fehler gemacht? Weil sie sich nicht konzentrieren, im richtigen Moment nicht richtig hingehen, ja. Und Sanchez hat es ja auch gesehen, der guckt wohl, aber da musst du, wenn du 8 Meter vom Tor bist, habe ich ja immer gesagt, da musst du hingehen, das musst du, ein Pressschlag kommen, da kann ich den nicht vorbeilassen irgendwie. Egal wie auch immer. Und wenn man sagt, ja, der hat das gut gemacht, ja, gut gemacht, aber das ist eben 16er bei uns. Und das darf nicht passieren, auch das 1-1, das war eine Katastrophe. Ja, aber wir müssen doch weiter nach vorne spielen. Ich verstehe Gerets manchmal nicht. Der hat so viele gute Fußballer jetzt drin, da muss ich doch so viel Selbstvertrauen haben und sagen, Jungs, hier gewinnen wir mal locker. Ja, hier Magdeburg, guck dir das mal an, was die hinten spielen mit ihrer Dreierkette, die überlaufen wir. Und das irritiert mich immer. Wir ziehen uns zurück und lassen die anderen das Spiel machen. Und das ist leider so. Wenn du eine Mannschaft das Spiel machen lässt, kommt auf einmal das Selbstvertrauen mehr wieder rein bei jedem Einzelnen und dann gelingt auf einmal was, ja? Als wenn du vorher das nicht machst, das heißt also, wenn du vorher die drückst und unter Druck setzt, dann machen die Fehler auch. Aber sobald du dich zurückziehst, wirst du immer erleben, dann geht auf einmal, brennt auf einmal bei uns der Baum und wir haben ja zwei neue zwei neue Verteidiger in der Innenverteidigung, die eigentlich verhältnismäßig gut standen, meiner Ansicht nach. Die haben auch nicht so schlecht gespielt, außer bei dem Tor, das ist dann ein bisschen aus den Augen verloren, ist ein bisschen zu spät gekommen. Aber trotzdem muss man sagen, Freunde, da muss man gewinnen. Also ja, dann so setzt einfach. Sich, Abi, dann setzt sich so rein, ne? Zögerlichkeit, Ängstlichkeit. Ja. Dann fällt man zurück, wir wissen ja alle, ne, wie es am Platz ist, und verliert irgendwo sein Konzept, verliert seinen Faden. Ja, und so kam es auch dann zum Ende, ich glaube in der Überspielzeit schon, 48. Minute, war noch erste Halbzeit, glaube ich, ne? Zum 2:1. Mörkin hindert nicht richtig. Bei der Geschichte und Sanchez rutscht weg und so kommt es dann zum 2-1 noch vor der Halbzeitpause und damit ist Magdeburg, haben sie das Spiel im Grunde genommen gedreht. Ja, sehe ich genauso. Aber jetzt erste Halbzeit mal hin oder her, richtig zwingende Torchancen gab es ja auf beiden Seiten nicht. Also dass man da hätte sagen können, da eine Mannschaft war überlegen, eigentlich war das ja auch da ausgeglichen, weil ihr gesagt habt, bis zur 20. Minute war Schalke so weit, dass sie das hätten im Griff haben. Aber René, wenn du dich zurückziehst, wie willst du denn nach vorne spielen? Funktioniert ja nicht. Entweder hast du Selbstvertrauen und sagst, hör mal, wir gewinnen hier, ja, wir führen 1-0, wir spielen weiter unser Spiel, wir haben schnelle Leute, die haben wir gar nicht mehr zum Einsatz gekriegt. Ja? Wir haben uns zurückgezogen und dann haben wir das Spiel, sag ich mal, Magdeburg überlassen. Und das ist das, was mich aufgeregt hat.
Magdeburg war leicht zu gewinnen diesmal, meiner Ansicht nach. Ja? Und deswegen bin ich auch ein bisschen sauer drüber, dass da so viel schiefgelaufen ist. Man sagt jetzt 2-2, klar, war jetzt auch noch Glück 2-2. Den kann man nicht, wenn der Torwart da richtig drankommt an den Ball, dann verlierst du 2-1, wo du die bessere Mannschaft bist. Und das ist es doch, das darf uns doch nicht passieren wie in der letzten Saison. Dafür haben wir jetzt auch andere Spieler, ja, schnellere Spieler und. Und da muss man doch mal endlich mal ein bisschen Selbstvertrauen haben. Man, Schalke 04 ist ja nicht ein kleiner Verein, sondern Schalke ist doch was Gestandenes. Da haben die Leute doch auch Angst vor Schalke. Das hat man doch auch in Magdeburg gesehen. Die haben uns das Spiel doch überlassen. Nur wir ziehen uns auf einmal zurück. Und das verstehe ich nicht, weil da gehe ich doch auf den Sieg. Da sage ich immer, heute in Magdeburg, letztes Mal haben sie uns gepackt, diesmal packen wir die. Und das ärgert mich. Sonst 2-2 ist im Endeffekt egal. Aber ich glaube, dass die Mannschaft in ihrer Entwicklung noch nicht so weit ist. Das wird kommen. Natürlich zählt jedes Spiel, zählt jeder Punkt. Aber wir müssen doch jetzt mal die Tatsachen sehen. Aber wir spielen doch nur Fußball, Bodo. Da willst du denn da groß entwickeln jetzt? Wir müssen die wir müssen noch mal so ein Selbstvertrauen haben, und sagen, hör mal, wir gewinnen da mal. Ja. Ja, aber du kannst doch nicht sagen, jetzt ist noch eine Entwicklung. Dann sind die anderen Mannschaften nachher wieder weg und dann entwickeln wir noch weiter. Was sollen wir denn entwickeln? Das sind Fußballer. Die sollen Gas geben und das Spiel gewinnen. Ich gebe dir recht, aber wir müssen doch den Tatsachen mal ins Auge schauen. Das Spiel ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ich bin der Meinung, dass wir über die gesamte Spielzeit nicht unbedingt die bessere Mannschaft waren. Wir haben vielleicht die bessere Mannschaft, aber wir hatten sie nicht gestern auf dem Platz. Also da bin ich anderer Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand schon, dass wir die bessere Mannschaft waren. Also mindestens eine halbe Stunde, und in der halben Stunde, da kann man auch mal zugreifen und mal sagen, so komm, wir gehen mal aufs zweite Tor. Weißt du, wenn du 2-0 führst, dann kann man sich eventuell mal ein bisschen zurückziehen. Aber wenn du 1-0 führst, das ist immer so ein blödes Ergebnis. Kriegst du noch einen, hinten bumm, und meistens war das ja bei uns die letzte Zeit sowieso, sobald wir einen reingekriegt haben, sind wir kreuz und quer losgelaufen. Komischerweise war auf einmal keine Ordnung mehr im Spiel. Und das ist es doch. Das müssen wir vermeiden. Wir müssen Tore vermeiden, aber dann müssen wir weiter nach vorne spielen. Vom Tor weg, von unserem Tor weg. Und wenn das der Fall ist, dass wir die Leute von unserem Tor weg haben, kriegen wir auch weniger rein. Das hat man in Nürnberg auch gesehen. Aber ich kann nicht sagen, dass das 1-0, was ja sehr überraschend kam, womit keiner gerechnet hat, in der Phase, in der Schnelligkeit, dass die Jungs da nicht dran geglaubt haben, dass wir jetzt führen. Und das war irgendwie gehemmt war. Ich weiß, natürlich die Entwicklung nochmal, die Entwicklung zum 1-1, die hat doch klar gezeigt, dass wir den Magdeburgern das Spiel überlassen haben dann. Ja, und ich frage mich auch, Fehler vom Murki, der haut da den, ja, der aber, muss ja, der rutscht da aus, der war ja, der, ja, aber, der hat ja Zeit gehabt. Aber ehrlich gesagt, in dieser Phase, nochmal, ich wiederhole mich, ja, haben wir doch darum gebettelt, dass wir einen Ausgang. Ja, weil wir uns zurückgezogen haben. Das ganze Mittelfeld ist zurückgegangen, alles ist zurückgegangen, 30, 40 Meter vorm Tor. So. Ist ja normal, Bodo, da gebe ich dir ja recht, dass wenn du dich zurückziehst, dass du dann Druck kriegst, auch von außen mal, ja? Und wenn du da irgendwie Fehler machst, dann passiert auch mal ein Tor, ganz einfach. Jetzt haben wir noch einen Fehler in der eigenen Abwehr gemacht, zweimal hintereinander, dann steht es auf einmal 1-1. Dann ist doch klar, Stadion ist voll, die Leute schreien und. Und dann glauben die natürlich auch, Mensch, jetzt können wir Schalke wieder packen, wie im letzten Jahr auch. Aber das vorher, Bodo, das meinte ich, Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, hör mal, hier können wir nicht verlieren. Ja, das hatten sie offensichtlich nicht. Ja? Also, da fehlt wir haben jetzt in dem Sinne ja nicht verloren, meine ich. Ne? 2-2 ist ja okay. Aber ich meine, auf Sieg zu gehen, weil diese Chance, die du jetzt hattest, ja, klar, die zu packen, die war sehr, sehr groß, meiner Ansicht nach. Weil die waren mehr verunsichert am Anfang als wir. Wir haben die wieder stark gemacht. Ja, die spannende Frage ist ja jetzt in der Analyse auch für den Trainer, fürs Trainerteam.
Warum ist es so passiert? Ne? Warum hat man nicht weitergespielt? Woran lag es? Es muss ja Gründe geben. Ja, fehlt im Moment das Selbstvertrauen? Glaubt die Mannschaft noch nicht an sich oder was? Ja, also das muss Gerrit entscheiden. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, du hast ja selber Fußball gespielt. Du hast ja irgendwo einen Stil und sagst so, pass auf, so spielen wir Fußball. So, und wenn das nicht klappt, dann drehen wir irgendwann mal in der Halbzeit. Aber du musst doch mindestens, Bodo, gucken, dass du irgendwie aufs zweite Tor. Oder du musst so stabil sein, dass du sagst, wie Stevens immer gesagt hat, die Null muss stehen. So, dann steht die Null und dann gewinnst du 1-0. Mit 1-0 wäre ja auch okay, wenn du da 1-0 gewinnst. Ja? Aber wir kriegen grundsätzlich einen rein und fangen dann an, komplett durcheinander zu laufen. Und wenn wir Pech gehabt hätten, hätten wir den einen oder anderen auch noch gekriegt. Das muss man ja auch mal sagen. Weil dann, damit kann die Mannschaft nicht umgehen, sobald wir ein Tor reinkriegen, sind die am Flattern hinten. Und das muss Gerrit so schnell wie möglich abstellen. Ganz schnell. Ja, du hast ja natürlich recht, weil auch das 2-2 von Karaman kam ja aus dem Nichts. Ja. Also der Torwart hat ja ein Blackout. Wenn der rauskommt, muss der am Ball sein. Ne? Ja, da braucht ihn ja nur die Flanke, genau. Braucht er nur. Ja. Die Flanke braucht ja, war ja eigentlich keine gute Flanke. Aber schön. Karaman steht am ersten Pfosten. Ja. Normalerweise musst du ja zentral irgendwo als Stürmer in der Mitte sein, wenn eine vernünftige Flanke kommt. Das war ja jetzt nicht eine super Flanke, sondern das war, weil Magdeburg gepennt hat. Ja, und Torwart gepennt, Abwehr gepennt, alle haben gepennt. Und der Karaman hat natürlich die Birne hingehalten und patsch. Schaut das Ding rein. Ne? Abi, und dass der da die Flanke so noch bringt, war ja sowieso so ein Ding, weil es sehr eng war. Das war ja keine Flanke, das war ja, ja, aber Gott sei Dank, irgendwo. Gott sei Dank, 2-2. Aber das ist, und damit sage ich, hat sich mein Gefühl bei mir mit dem dann auch nicht gegebenen Elfmeter in den Kopf gesetzt, dass es für uns ein Punktgewinn war. Also da bleibe ich bei. Ja. Hätte ja noch ganz wild laufen können und du kriegst noch einen Elfmeter ganz am Ende und gewinnst dann noch das Spiel. Hätte auch durchaus passieren können. Aber was mich interessiert, bevor wir weiterreden, es war ja offensichtlich in der ersten Halbzeit relativ auf einzelnen Positionen eine schwache Leistung. Gerade links ging nicht so viel, rechts war auch nichts. Und Trainer Karl Gerz hat nicht reagiert. Warum? Tja, das musst du ihn fragen. Also ich weiß nicht genau, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber er wollte erstmal, glaube ich, so laufen lassen, um da jetzt nicht groß rumzuwechseln. Und Mohr war natürlich jetzt, wenn ich so überlege, der Mohr war auch nicht so oft außen durchgekommen, sondern der hat ja quasi auch hinten. Also deswegen habe ich ja vorhin gesagt, wir haben uns zu sehr nach hinten gezogen nachher. Ja, und das ist ja das, was ich immer sage. Wenn du zu weit bist, dann kommen die Verteidiger mit über außen, die schlagen die Bälle rein vom Gegner und. Aber wenn du weiter vor bist, dann jeder Trainer sagt doch dann, hör mal, pass mal auf, du da hier links, der Mohr, ja, du, da, der ist schnell, na, lauf mal nicht zu weit nach vorne. Also wir haben uns selber Druck gemacht, dadurch, dass wir zu weit nach hinten gegangen sind. Und wenn du zu weit nach hinten gehst, dann rappelt es irgendwann vielleicht mal. So schlechte Stürmer haben die da nicht. Der kleine Japaner da, wie heißt der, Tito oder wie heißt der? Ja, das ist ein guter Junge. Ich weiß gar nicht, warum der nicht gespielt hat bei denen. Also zum Glück, weil der war... Im letzten Jahr schon, ne? Ja, der hat im letzten Jahr hat der aufgezogen, da habe ich gedacht, um genau. Gottes Willen. Der hat aber gestern auch gespielt. Ja, aber der kam erst rein. Okay. Der kam erst, zweite Halbzeit, glaube ich, kam da rein. Für mich ein sehr guter Spieler, den hätte der eigentlich von Anfang an spielen lassen müssen. Aber okay, das ist ja den ihrer Angelegenheit, da haben wir ja nichts mit zu tun. Zum Glück hat er den nicht spielen lassen. Aber wie gesagt, diesmal war es ja auch so, dass wir über außen wenig kamen. Ja, wenig kam über außen. Es kam einigermaßen was durch die Mitte. Aber dass Paul Seguin sich zurückgezogen hat, war ein Riesenloch zwischen Stürmern und Mittelfeld. Und das meine ich, weißt du, dass man sich mehr nach vorne presst, dass man drauf geht, dass man sagt, hör mal, wir müssen die Jungs vorne besser ins Spiel bringen. Und das darüber habe ich mich geärgert. Ja, ja? Aber Abi, das ist eine kollektive Mannschaftsleistung, die da erfordert ist. Da müssen dann alle mitmachen, da müssen alle Spieler
im System mitmachen, ja, damit keine Lücke, ja, entsteht. Ja, man und, spielt ja auch 11 gegen 11. Und da glaube ich, Abi, da glaube ich an der Stelle, ist die Mannschaft noch nicht so weit, dieses Selbstvertrauen zu haben und diese so zu machen. Im gesamten Mannschaftsverbund. Ja, ne? Aber das liegt wohl. Also wir haben ja auch alle Fußball gespielt, komm. Also irgendwann muss ich auch mal die Kinder im Dorf lassen. Also irgendwo ist es ja, du spielst ja nur Fußball. Das ist ja nicht so schlimm, dass du da Schach spielst und überlegen musst, was und wie und was kann ich da machen. Sondern es ist ein ganz einfaches Spiel. Aber müssen, ja, alle mitmachen. Aber da machen alle. Alle, ja, aber es, weil das ist eine Frage, es haben ja alle mitgemacht. Eine Frage des Bewusstseins. Nach. Ja, aber wenn du jetzt immer sagst, wir müssen uns einspielen. Wie lange willst du denn einspielen? Also jetzt haben wir 3 Spiele gemacht, finde ich. Vorher war die Vorbereitung mit ein paar guten Spielen. Also jetzt muss ja mal langsam, ja, muss ja mal langsam was kommen. Ich bin optimistisch und glaube, dass tatsächlich in der Folge auch. Ja gut, jetzt, kommt, so sein, jetzt, ja, jetzt muss ich auch gucken, jetzt kommt Köln hat genau jetzt auch mal eben 5 Stück den Braunschweiger gesehen. Also danach kann es jetzt auch nicht gehen. Wir haben auch den Braunschweiger 5 Stück gegeben. Also Köln ist jetzt. Meiner Ansicht nach, ich finde Köln, also ich glaube, dass Köln oben schon mitspielen wird. Ja? Ich bin auch mal gespannt, wie die hier spielen. Also ich habe die jetzt nicht gesehen, habe die nicht auf dem Schirm. Nur ich glaube, dass man Köln auch schlagen kann, weil wir haben gegen Köln immer gut gespielt. Aber das muss man in den Köpfen reinkriegen. Ja, wir müssen Köln schlagen. Ja, Bomben. Alles richtig. Wir haben ein Spiel, wir müssen in der Arena, die Bude wird voll sein, wir müssen Köln schlagen. Und man sieht hier auch wieder, Ergebnis Köln-Braunschweig, dass alles relativ ist, dass der Sieg gegen Braunschweig im Prinzip nicht so viel sagt danach und dass Braunschweig möglicherweise ein erster Abstiegskandidat ist. Wir warten mal ab. Warten wir mal ab. Die haben sowieso immer unten mitgespielt, aber die haben sich irgendwie immer, haben die sich da rausgebuddelt irgendwie, die Braunschweiger, im letzten Jahr ja auch noch. Also da muss man mal abwarten, das ist jetzt ein bisschen zu früh. Fakt ist, Schalke hat noch nie so zusammengespielt, dass es so, also sagen wir mal von der Planung her, am ersten Spieltag war es noch nicht so, weil auch noch Spieler fehlten. Am zweiten Spieltag musste man kurzfristig umbauen, weil ein Ausfall gab mit Seguin. Jetzt war Schallenberg gesperrt und Gantenbein auch noch kurz vorm Spiel raus. Jetzt haben wir 4 neue in einer Woche. 3 waren sogar im Kader, 2 haben gespielt. Wart ihr überrascht, dass ein Amash zum Beispiel Startspieler ist, der 3 Tage im Verein ist? Ja, mich hat es schon ein bisschen überrascht, weil ich diesen Spieler auch nicht kannte von Valenciennes aus der zweiten Liga. Und dass der sofort dann auswärts in Magdeburg seinen Einsatz kriegt, fand ich schon erstaunlich und beachtlich. Und ja, wir werden sehen. Auch da viel sagen kann man eigentlich aus diesem Eindruck von diesem Spiel noch nicht. Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln. 4 neue Spieler, sagst du? Ich bleibe bei meiner eben getätigten Aussage, dass die Mannschaft so, wie sie jetzt da ist, mit den Spielern, die wir haben, noch entwicklungsfähig ist. Tja, also ich meine, meine Güte, man holt Spieler um, dass sie Fußball spielen und nicht, dass die auf der Bank sitzen und sagen, ich mache hier einen schönen Sommer. Also für mich ist das ganz klar, wenn man Spieler holt, muss man die so schnell wie möglich einbauen. Ja? Also da kann ich jetzt hier nicht, ob der eine Französisch, Italienisch, Spanisch oder was auch immer spricht, das ist mir eigentlich egal, Fußball ist Fußball. Er spielt ja nicht mit dem Mund Fußball, sondern er spielt mit den Beinen Fußball. Und das sehe ich jeden Tag. Und wenn Gerrit eben sieht, okay, der kann was, dann soll er ihn einsetzen. Und das muss er auch so. Weil wir werden ja von Ben Manga geholt. Der Ben Manga ist doch auch wahrscheinlich sauer, wenn der sagt, du, pass mal auf, ich habe jetzt 3 Spieler geholt und die sitzen nur auf der Bank. Ja, dann brauchen wir den Ben Manga nicht holen. Ja, ganz einfach. Das ist es doch. Also dann kann doch jeder Spieler holen. Ne? Aber das Problem ist doch, diese Leute müssen so schnell wie möglich in die Bundesliga rein. Dass die ein bisschen, ja, wissen, wie die Bundesliga funktioniert. Ja, wie die zweite Liga funktioniert, ganz anders als die erste Liga. Ja, aber das sind ja alles im Endeffekt Spieler aus der zweiten Liga. Also wissen Sie ja, wie es auch im Ausland ist, Bodo, ne? Also zu diesem Thema sind ja eine Menge Spieler neu da. Da bin ich sehr gespannt, wie sich alles fügt, wie sich alles gibt, wie sich alles entwickelt. Schnell, natürlich, klar, das brauchen wir. Und
Ja, und ich finde, es ist ein spannender Prozess. Ich finde es auch spannend hinzugucken, zu sehen, wie schnell das geht, wie schnell kriegt man die Mannschaft als Mannschaft hin und wie schnell hat man nachher seine Formation gefunden mit den Spielern, die sich herauskristallisieren. Ja, finde ich ein ganz spannender Prozess. Ja, finde ich auch, aber du musst ja jetzt irgendwo, jetzt hast du natürlich, ich schätze, glaube ich auf jeden Fall, dass du ein, zwei Verletzte hast, die gegen Köln nicht spielen werden. Also da hat man ja gesehen, ich glaube, der Paul hat sich ein bisschen, er packte sich am Oberschenkel, also der ist ganz bestimmt 3-4 Wochen weg, wenn er eine Zerrung hat. Also der war für mich ja sowieso jetzt nicht 100% fit, fand ich. Ich hätte den auch nicht so lange spielen lassen, weil ich habe so den Eindruck gehabt, so ab 60., 65. war der irgendwie, ist der nur noch so ein bisschen getrabt über den Platz. Da muss ich vielleicht sagen als Trainer, weißt du was, du, der hat jetzt ein paar Wochen nicht gespielt oder ein paar Wochen nicht trainiert, raus, einen frischen rein, ja, und dann gucken, dass man da was machen kann. Also da hat Gerrits meiner Ansicht nach ein bisschen zu lange gewartet. Und so hat das ja auch mit Amash gemacht, ne? Dass er ihn nachher rausgenommen hat. Ja gut, Amash hat ja natürlich auf der Seite eigentlich verhältnismäßig wenig gemacht, das muss man auch sagen, ja. Also das ist ja jetzt nicht so, dass er hat ihn rausgenommen, ne? Ja, er hat ihn rausgenommen, weil er eben nicht das vielleicht nicht gebracht hat, was er sich vorgestellt hat. Mit seiner Schnelligkeit und... Aber da bin ich auch noch... Der Junge ist das erste Mal dabei gewesen. Ja. Der kriegt noch schön von mir, wie nennt sich das noch? Egal. Auf jeden Fall kriegt er noch ein bisschen Schonzeit von mir. Und ich will mal sehen, was das für einer ist. Man kann das nicht bei einem Spiel sehen und dann auch auswärts ist natürlich. Aber er hat ein paar gute Ansätze gezeigt. Mhm. Ja? Nur, wie gesagt, da muss man natürlich jetzt mal abwarten. Nur trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir, wenn wir ein wenig aggressiver nach vorne gespielt hätten, das Spiel gewonnen hätten. Ja, vielleicht noch ein Wort zu meinem Freund Cissé, Ibra Cissé. Ich fand ihn gestern recht solide. Er hat wenig Fehler gemacht. Und, fast gar keinen. Ja. Ich bin überzeugt, dass auch er dieses Potenzial, was in ihm steckt, weiterentwickelt und dass er ein wertvoller Spieler bei uns in der Abwehr ist und auch sein kann für die Zukunft. Ja, man vergleicht sie ja mit Bordeaux schon und so. Also, nein, so viel, das sollte man Jungs, nicht machen. Ne? Ganz langsam. Also, Füße auf komm, also Bordeaux ja. War schon ein anderes Kaliber ja. Gewesen. Also, da muss man schon ein bisschen. Also, ja, den Vergleich, den. Ja, also, das ist ja schon so ein bisschen wieder gekommen. Ich finde einfach, dass wir hinten gut gestanden haben, einigermaßen. Also, das ist schon mal wichtig und trotzdem kriegen wir 2 Tore und das ärgert mich. Ja, weil wir uns zurückfallen lassen. Und das darf nicht passieren. Du hast 2 gute Innenverteidiger jetzt, ja, die verhältnismäßig gut standen. Also musst du dann auch gucken, dass du die Außen zumachst. Außen waren eigentlich einigermaßen, ging es zu, außer auf der rechten Seite bei uns. Da war ein bisschen so, ich weiß gar nicht, wie der hieß von Magdeburg, dieser dunkelfarbige, der war aber wirklich, der hat aber richtig Gas gegeben auf der Seite. Magdeburger kam über die linke Seite. Kam gefährlich über die linke Seite. Ja, also der war, Aydin hatte da schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Ja. Da muss man wirklich sagen, also der hatte den 2-3 Mal eingedreht, da habe ich auch schon gedacht, sollte man vielleicht mal noch gucken, dass man da vielleicht wechselt auf der Seite. Aber der hat sich dann irgendwie doch gefangen, meiner Ansicht nach. Aber das war schon ein bisschen, das war so über die linke Seite, da waren die schon nicht schlecht gewesen, aber wie gesagt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es gegen Nürnberg genau umgekehrt. Die Nürnberger kamen stark über die rechte Seite und die Magdeburger jetzt stark über die linke Seite, mehrfach, ne? nur einmal, muss ich sagen. Und hatten Glück, dass links nichts lief diesmal bei Schalke, ne? Das war schon schwierig. Ja. Belebende Elemente wurden dann eingewechselt, das Spiel wurde dann ein bisschen besser, unter anderem auch Armin Younes, von dem sich ja viele auch einiges erhoffen, hat viel Erfahrung, war jetzt lange im Aufbautraining und jetzt ist es endlich soweit. Wie fand er ihn?
Ja, auch da bin ich gespannt, weil ich kann mir noch nicht so ein richtiges Bild machen von ihm aktuell. Aber klar, die Erfahrung spricht für ihn, die Stationen, die er hatte. Wenn er das hier einbringen kann, wäre es ein Gewinn für uns, klar. Ja, vor allen Dingen, wenn Seguin ausfällt, kann er diese Position ja spielen. Also das so hinter den Spitzen da so ein bisschen, also er ist ja ein Schlitzohr, da muss man sagen. Der hat ja schon überall wieder ein bisschen gespielt und er weiß, wie Fußball geht, das muss man einfach sagen. Und der könnte eventuell auch mal die Schnittstellen treffen, ja, für unsere schnellen Leute. Also da sehe ich also keine Probleme. Ich würde den auch gegen Köln dann spielen lassen, wenn Seguin nicht spielen kann. Aber wie gesagt, ich finde ihn nicht ganz so schlecht. Er hat so einige Sachen gut gemacht. Nur wie gesagt, du musst natürlich auch ein bisschen, wenn du da reinkommst, das ist immer, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wenn man so reingeschmissen wird, dann brauchst du mal so 20 Minuten, um da so ein bisschen reinzukommen. Aber er hat meiner Ansicht nach die Aufgabe, die er da im Mittelfeld gemacht hat, ganz gut gemacht. Also war jetzt nicht, dass man sagen kann, der hätte schlecht gespielt. Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich komme nochmal zurück. Wenn Ron Schallenberg reinkommt, noch in die Mannschaft und wieder spielt, glaube ich, dass wir eine ganz gute Mannschaft zusammen haben. Und Köln wird so ein bisschen der Gradmesser. Ne? Köln ist ja. Ja, du musst ja gucken, Bodo, spielst du mit zwei Mann vor der Abwehr? Ja, oder mit einem? Oder was weiß ich? Ja, das ist auch die Frage jetzt. Wenn Schallenberg jetzt einen reinbringst, hast du ja mit Bachmann schon zwei vor der Abwehr. Also, ja. Aber wir müssen ja hier zu Hause das Spiel machen. Das steht ja fest. Wir müssen hier im Heimspiel gegen Köln versuchen, das Spiel zu gewinnen. Weil wir sonst. Kommen wir nicht vorwärts, sonst laufen wir auf der Aber Stelle. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du die Möglichkeiten hast, in Magdeburg zu gewinnen, dann musst du zugreifen, patsch. Vielleicht kann man und das ist ja, jetzt hast du gegen Köln schon Druck, da sagst du, vielleicht können wir da was machen. Abi. Das ist das Problem, wenn du auswärts deine Punkte verschenkst, meiner Ansicht nach. Aber und das ist das, dann hast du hier zu Hause Druck gegen Köln, du darfst sofort ausreden, Bruno. Dann hast du hier gegen Köln Druck und musst jetzt sagen, wir müssen Köln schlagen. Denn wenn du Köln nicht schlägst, dann hast du 5 Punkte und die anderen rupfen einfach schon mal ein bisschen weiter weg. Also mit der Mannschaft, die wir zurzeit haben, musst du meiner Ansicht nach unter den ersten dreien mitspielen. Und da kannst du dir auf den Kopf stellen. Das ist meine Meinung. Und wenn einer eine andere Meinung ist, kann er mir das gerne sagen. Nur mit der Truppe, mit Alternativen, die du mittlerweile hast, die wir im letzten Jahr nicht hatten. Ja? Wenn einer ausgefallen ist, war bei uns sofort Alarm im Hafen. Aber wir haben doch jetzt Alternativen. Ja? Im Mittelfeld, im Sturm und. Also sogar in der Abwehr hast du Alternativen. Genug. Ja? Und das musst du jetzt eigentlich, muss man jetzt sagen, Jungs, hört mal zu, also wir können nicht irgendwo im Mittelfeld rumhampeln. Ja, wir müssen nach oben, ganz einfach. Und das muss der Verein auch ausgeben ein bisschen. Vielleicht nicht der Trainer, aber der Verein. Dann nehme ich jetzt mal deine Worte und sage, aus Magdeburg wird gelernt, die Mannschaft zieht ihre Schlüsse raus und wird das mitnehmen ins Spiel gegen Köln und wird hier zu Hause das Spiel gegen Köln gewinnen. Ja, wenn wir das Spiel gewinnen gegen Köln, bin ich sehr, sehr zufrieden. Nur du musst, weißt du, du kannst deine Heimspiele gewinnen, so viel wie du willst, dann kommst du nicht nach oben, sondern du musst auswärts auch zugreifen. Und das sind so kleine Sachen, weil ich ja meine, wenn du Mannschaften hast, die du eventuell schlagen kannst auswärts, da musst du zugreifen. Patsch. Die Punkte nimmt dir keiner weg. Ja. Und du kannst ja auch nicht immer alle Mannschaften hier zu Hause schlagen. Ne? Aber lass uns trotzdem jetzt mit dem Eindruck aus dem Gespräch gehen, dass wir in Magdeburg nicht verloren haben. Genau. Und wir haben Heimspiel, volle Hütte. Ja, ich zufrieden bin ich natürlich nicht, aber trotzdem, mit dem Punkt bin ich, ein bisschen zufrieden. Aber man hätte da mehr rausholen können, also meiner Ansicht nach. Ja. Und dann hätte man sich schön die Luft nach oben gehabt. Dann hätte der Druck, wäre auch hier ein bisschen raus gegen Köln, meiner Ansicht nach. Jetzt hast du ein bisschen Druck, weil Köln musst du schon schlagen. Ne? Also ja, aber jetzt geht es doch darum, dass wir nach vorne schauen
Und dass wir uns nicht aufhalten an verlorenen 2 Punkten in Magdeburg. Nein, um Gottes Willen, ich muss ja weiter gucken, da hast du vollkommen recht. Nein, da hast du ja recht, Bodo, gebe ich dir recht. Nur wie gesagt, wir müssen auch selbstbewusster auftreten als Schalke 04. Also es nutzt nichts, wenn wir hier, wir sind nicht Münster oder so, dass die sich jetzt einen Anstand machen, dass wir da in Magdeburg einen Punkt geholt haben. Also das müsste eigentlich in der Truppe, müssten die sich ärgern, weil sie sagen, Mensch, hör mal, erstens haben wir 2 Punkte verloren, zweitens haben wir eine schöne Prämie verloren, ja, und. Also das wäre doch eine richtige geile Atmosphäre, wenn du hier gewonnen hättest jetzt. Ja? Aber Abi, ich gehe davon aus, dass die Spieler so denken, dass die sich ärgern, dass die es wieder gut machen wollen. Das können wir leider nicht überprüfen. Aber wir werden nächste Woche darüber sprechen. Auf jeden Fall nach Köln auch wieder Legenden-Doc. Denkt daran, uns zu abonnieren, fleißig zu empfehlen. Es gibt ja dann noch diese tolle Glocke, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Und danke an euch beide für die Einschätzung. Und dann hoffen wir mal auf ein gutes nächstes Heimspiel hier gegen Köln und sehen uns danach wieder. Danke und Glück auf. Glück auf. Glück auf.